Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Hogwarts Legacy Video, liebe Freunde. Das ist aber kein typisches Hogwarts Legacy Video. Im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie ihr an die drei unverzeihlichen Flüche gelangt oder was ihr dafür tun müsst. Deswegen für alle Leute, die sich irgendwie nicht spoilern lassen wollen in der Hinsicht, am besten das Video abschalten. Und für die Leute, die es jetzt wissen wollen, für die erkläre ich jetzt, wie das Ganze genau funktioniert. Und zwar habt ihr einen Mitschüler, Sebastian Cello, der bei Slytherin ist. Und irgendwann im Spiel wird es passieren, dass der mit euch Kontakt aufnimmt. Wahrscheinlich per Eulenpost. Es kann aber auch sein, dass ihr so wie ich quasi das erste Mal auf ihn trefft, wenn ihr dieses Zauberduell ganz am Anfang macht. Da müsst ihr gegen ihn kämpfen. Und später könnt ihr dann mit ihm an den Zauberduellen kämpfen und mit ihm auch quasi, ich sag jetzt mal, auf Abenteuer gehen. Ja? So, und irgendwann passiert es dann, dass ihr quasi per Eulenpost von ihm kontaktiert werdet. Ich habe hier auch ein paar Eulenpost drinne noch. Da kann ich mal kurz gucken, ob ich ihn hier finde. Da zum Beispiel, ne? Hier haben wir ganz viele Briefe von ihm. Und Sebastian hat eine Schwester, die an einem Fluch leidet. Und diesen Fluch möchte er, ja, um alles in der Welt versuchen, ihr zu nehmen, damit sie nicht mehr leiden muss. Und dafür werden wir anfangen, Dinge zu tun, die im Bereich schwarze Magie gehen. Ja. Es passiert dann irgendwann, dass Sebastian euch die Krypta zeigt, die sich hier hinten befindet. Und in die kommt man dann quasi rein. Das machen wir jetzt mal eben, dann kann ich euch mal kurz ein bisschen was zeigen. Gehen wir kurz rein. Und in dieser Krypta befindet sich etwas und dafür müsst ihr dann quasi etwas sammeln. Ja, das heißt also, ihr kommt hier rein. Der steht jetzt auch hier bei mir. Ich bin quasi schon am Ende der Questreihe angekommen. Und ihr müsst hier hinten diese Bilder sammeln. Und jedes Mal, wenn ihr eins von diesen Bilder sammeln geht, lernt ihr einen der Flüche. Angefangen mit dem Crucio-Fluch. Später kriegt ihr dann den Imperus-Fluch oder Imperio-Fluch. Und ganz zum Schluss gibt es dann Avada Kedavra. Was ganz wichtig ist, ihr müsst immer darauf achten, die Quests, wo ihr diese Flüche bekommt, die findet ihr unter Aufträge. Und die haben hier vorne diese Sprechblase. Und sobald ihr immer seht, dass das von Sebastian ist, könnt ihr eigentlich schon drauf ahnen, dass es darauf hinausläuft, dass ihr da diese drei unverzeihlichen Flüche erhaltet. Ich habe das Game mittlerweile durch, deswegen auch ganz wichtig an der Stelle, ne, wegen den Spoilern. Es hat keinerlei Auswirkungen. Also ich habe die Flüche benutzt in Gegenwart von Lehrern. Keine Ahnung, am Ende war ein riesiger Kampf, da waren ganz viele Lehrer. Ich habe da mit den Flüchen um mich geworfen. Es hat keiner was gesagt. Ich habe keinen einzigen Nachteil bisher daraus gezogen. Ich glaube, der einzige Nachteil, der entsteht, ist, wenn man die Story quasi macht und sich die Flüche beibringen lässt, dass sie dann halt ein anderes Ende je nachdem nimmt. Kann ich jetzt nicht genau sagen an der Stelle, aber bis jetzt hat das gar keine Auswirkung gehabt. Finden jetzt einige Leute nicht unbedingt so gut. Ich kann euch jetzt auch mal kurz die Flüche einmal zeigen, damit ihr sie auch gesehen habt. Und auch sagen, wie ihr die am besten vielleicht skillen solltet, damit die möglichst stark sind. Dafür gehen wir jetzt einfach mal hier hinten in irgendein Gebiet, wo auch ein bisschen mehr Gegner sind. Dann kann ich das besser demonstrieren. Porten uns jetzt einfach mal hier hin. Denn es gibt ziemlich krasse Talente. Es gibt ja einen extra Talentbereich für die Flüche. Und die machen die ganzen Flüche sogar noch mächtiger. Guck mal, da haben wir sogar unten einen Troll. Da kann ich euch jetzt einfach mal den Avada Kedavra-Fluch zeigen. Also der tut wirklich alles gefühlt one-hitten, ne? Wir gehen hin, setzen Avada Kedavra ein. Zack, tot. One-hit. Das ist schon ziemlich, ziemlich übel. Es gibt aber noch viel, viel krassere Sachen, die man mit den Flüchen machen kann. Und die kann ich euch mal eben nebenbei zeigen. Und zwar, wenn ihr in die Talente geht. Ich habe extra viele Punkte am Anfang aufgehoben. Ich habe jetzt noch immer welche übrig, weil ich noch am Überlegen bin, wie ich die am besten investieren kann. Weil man soll ja die Talentpunkte nicht mehr zurücksetzen können. Und ihr seht, ich habe sehr viel hier in die dunklen Künste investiert. Angefangen am Anfang, wenn ein verfluchtes Ziel Schaden zugefügt wird, erhalten alle verfluchten Ziele Schaden. Das heißt, ihr macht quasi wie so einen Flächenschaden, was auch schon sehr, sehr OP am Anfang ist. Und dann geht's auch los. Dann könnt ihr zum Beispiel andauernder Fluch machen. Ein Flucheffekt hält länger an einem Gegner, was auch sehr wichtig ist. Und dann kann man hier zum Beispiel machen Crucio-Beherrschung. Ein Treffer gegen einen Gegner, der mit Crucio verflucht wurde, setzt ein Geschoss frei, das ein Gegner in der Nähe verflucht. So, dann springt quasi alle Gegner, die dieses X-Symbol haben,
sind verflucht, dann springt quasi der Fluch auf die nächsten Gegner über. Das heißt, wenn ihr irgendwie 10 Gegner auf einmal habt, was ab und zu mal vorkommt, macht ihr auf einen Crucio, tut auf den eure Basisattacke einsetzen und dann springt auf alle anderen Gegner der Fluch über. So, und dann könnt ihr bei Avada Kedavra skillen, dass wenn ihr den Gegner, den ihr verflucht habt, tötet, alle anderen Gegner, die auch verflucht sind, mitsterben. Und so könnt ihr zum Beispiel 10 Gegner auf einmal one-hitten. Das ist geisteskrank strong. Ja, macht das ganze Spiel auf jeden Fall definitiv viel, 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 viel einfacher, weil mit Avada Kedavra tut ihr eigentlich nahezu fast alles töten oder one-hitten an Gegnern. Und es gibt eigentlich nur ein paar Ausnahmen, ne? Das sind zum Beispiel die Inferi, die kann man nicht mit Avada Kedavra töten, weil die sind ja quasi schon tot. Aber ansonsten ist gefühlt alles im Spiel damit One-Hit. Ich gucke auch mal, ob ich vielleicht ein kleines Gegnerlager finde, dann kann ich euch das auch mal eben schnell demonstrieren, wie das genau funktioniert und wie das Ganze dann aussieht. Müssen wir mal gucken, ob wir hier so ein... Es gibt ja diese Banditenlager zum Beispiel, die kann man damit echt extrem easy und schnell clearen. Da hinten auf der Brücke hat man auch häufig Kobolde, da gehen wir einfach mal hin. Ah, guck mal, hier haben wir sogar jetzt so ein Lager gefunden, da seht ihr es auch, ne? Da sind jetzt einige Kobolde. So, dann landen wir mal hier. Aber der Kedavra hat natürlich einen entsprechenden Cooldown. Das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen zu overpowered, wenn man den durchgehend die ganze Zeit einsetzen könnte. Ja, wir gehen erstmal ein bisschen weg. Weil die suchen jetzt schon nach mir gleich. So, okay, jetzt ist der aufgeladen, jetzt passt auf. Jetzt machen wir Folgendes. So, zack. Jetzt setzen wir auf ihn Crucio ein. Ja, die anderen kommen jetzt nicht. Ich mache mal Avada Kedavra und da seht ihr, der Strahl springt über, ne? Zack, beide sind tot. Also das ist wirklich damit ziemlich einfach. Mit dem Imperio-Fluch können wir natürlich einen übernehmen. Der kämpft dann für uns. Hier, zack, jetzt ist der auf unserer Seite. So, und jetzt können wir die hier ganz easy platt machen. Der Crucio-Fluch hat auch gar nicht so lange Cooldown. Oh, ich wollte eigentlich auf die Flüche wechseln. Die ganze Zeit die falsche Taste gedrückt. So, zack. Der geht auch durch die Schilde durch, der Crucio-Fluch. Und ihr könnt natürlich auch skillen, dass eure Flüche, wenn ihr Gegner tötet, euch heilen und alles. Also, die kann man wirklich sehr, sehr hart skillen. Deswegen kann ich auch nur sagen, überlegt euch gut, wie ihr eure Punkte investiert. Ihr kriegt ja nur eine gewisse Anzahl. Ihr könnt nicht alles im Spiel skillen. Der ist auf jeden Fall tot. Oder er braucht ewig, bis er wieder hier ist. Oh, einfach mit R1 die Sachen auf sie werfen. So viel zum Thema, ich kann die nicht alle besiegen. So. Zack, setzen wir das ein. Ja. Also der Avada Kedavra hat halt einfach nur einen Nachteil. Er hat einen unfassbar langen Cooldown. Ich glaube, der eine da unten ist noch nicht gestorben. Der liegt da noch. Deswegen habe ich das Banditenlager auch noch nicht abgeschlossen. Ist bestimmt im Wasser gelandet oder so. Ne, der scheint nicht mehr da zu sein. Ja. Aber ihr habt es jetzt gesehen. So funktioniert das Ganze. Ihr wisst jetzt auch Bescheid, wie man am besten das Ganze skillen kann. Also ist schon relativ simpel. Und ja. Ich glaube, ihr kommt auch gar nicht dran vorbei an dieser Quest. Also es gibt, glaube ich, nichts im Spiel, was verhindert, dass ihr zu diesen Quests kommt, weil die gehören mit zum Spiel dazu. Ist für mich persönlich auch eine der besten Questreihen, deswegen will ich auch gar nicht darüber zu viel erzählen. Aber einfach nach Sebastian Velo Ausschau halten und dann erhaltet ihr die unverzeihlichen Flüche. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich versuche sie so gut es geht zu beantworten. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen.